Klaus, erzähl mal, wo geht's heute hin? Nach Neustadt-Glewe. Was macht ihr? Zum Jumping-Springer. Nee. Tandem-Sprung. Nein, doch. Ja, ich heiße Klaus Hornschuch, bin 69 Jahre alt, komme aus Hamburg und wollte mal gerne einen Fallschirmsprung machen. Mein Freund Sascha hat mir von seinem erzählt, 9 Monate zurück, und seitdem bin so hungrig drauf geworden. Es war schon immer ein Lebenstraum, mal aus dem Flugzeug zu springen mit dem Fallschirm. Hat sich vorher nicht ergeben, aber nun haben wir die Möglichkeit aufgegriffen und das durchgezogen. Flug, mein Lieber. An dieser Stelle ein kleines bisschen Liebe an Albert. Der Emotion M25 ist geil, aber auch wie vorher geil. Und das ist jetzt keine Werbung, weil ich es muss, sondern weil ich Bock drauf habe. I love it. Warte mal. Erstmal Augenblick warten. Nee, im Moment nicht. Lass mal Kamera weg.
Eigentlich war ich erstmal völlig sprachlos. Ich wusste, war so voller Eindrücke, dass ich erstmal papp war und gar nichts sagen konnte. Ich konnte auch keinen Hurra-Schrei rauskriegen. Ich war einfach nur super beeindruckt. Und das ganze Erlebnis und dann wieder auf der Erde zu sitzen, das war einfach fantastisch. Mir war übel im Flugzeug, weil es ziemlich leicht und ziemlich wackelig war. Vielleicht war es ein Fehler, dass ich nichts gegessen habe. Jedenfalls war mir übel dabei. Aber das war nicht der primäre Eindruck. Viel wichtiger war das Runterfallen, der freie Fall, die Luft, die man lenken kann mit den Händen, diese starke elementare Kraft, die auf einen wirkt, diese Sicht von oben auf den Wolken, wie man langsam der Erde näher kommt, ist einfach fast unbeschreiblich. Also ist gigantisch einfach nur. Danke dir noch ganz herzlich, dass du mit mir da rausgefahren bist, deinen Tag geopfert hast mit deiner Begleiterin. Das war sehr toll. Dann großen Dank nochmal an meinen Piloten Dirk. Der hat das auch ganz super gemacht. Einweisung, Sprung, alles super geklappt.